Lange Zeit hat der Ukraine-Krieg für die Märkte eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, aber das scheint mir jetzt vorbei zu sein, denn Putin hat die Teilmobilmachung Russlands angekündigt. Das bedeutet, dass wir hier eine nächste Eskalationsstufe im Ukraine-Krieg sehen. Zusammen mit den Referenten in den Verwaltungsbezirken Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson ist das die nächste Gefahr, die jetzt droht, denn Putin hat auch klar gemacht, wer diese vier Verwaltungsbezirke angreift, und das tut möglicherweise ja bald die ukrainische Armee mit Unterstützung westlicher Waffen, der greift auch Russland an. Damit sind wir in einer Situation, die jetzt gefährlich werden kann, und wir haben gesehen, dass die Märkte mit Risikoaversion reagieren, also Aktien der Futures gefallen sind, Anleiherenditen gestiegen sind. Also ist der Ukraine-Krieg wieder ein Faktor. Eigentlich wollte ich auch sprechen heute vor allem über die Fed-Entscheidung, die ja eigentlich eben auch im Fokus der Märkte ist. Ich merke schon, ich sage heute viel eigentlich. Ich versuche jetzt mal eigentlich nicht mehr eigentlich zu sagen. Jedenfalls schauen wir uns mal die Lage jetzt an und gucken, wie es derzeit steht. Gestern war ja schon auf die Meldung dieser Referenten, die der Westen als Shame-Referendum bezeichnet, dass da der russische Aktienindex MOX, der in Rubel notiert, knappe 10% gefallen ist. Die Russen haben also, und der russische Kapitalmarkt hat das also sehr ernst genommen. Gestern dann schon erste Andeutungen, erste Meldungen, ups, es könnte zumindest eine Teilmobilmachung geben in Russland, und bums, heute Morgen ist sie da. Wir sehen hier, dass Putin jetzt sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen, nachdem die russische Armee offenkundig Probleme hat, die Geländegewinne der Ukraine hier zu kompensieren. Es fehlt an Truppen, also will man jetzt wohl 300.000 Reserve Militärs wieder rekrutieren, einberufen, um diesen Personalmangel, den man offenkundig an der Front hat, ein Stück weit kompensieren zu können. Und hier jetzt fordert Putin auch nochmal mehr Finanzmittel für die Waffenproduktion. Also da haben die auch ein Thema. Letztendlich müssen sie möglicherweise dann auf extrem veraltete Waffen praktisch aus Mitte des 20. Jahrhunderts zurückgreifen. Und wie die Dinge gefährlich werden können, bringen ein paar Andeutungen von Putin hier in dieser Ansprache auf den Punkt. Er sprach, der Westen of using nuclear blackmail against Russia, also nukleare Erpressung, nukleare Aggression. Und wenn Russlands territoriale Integrität gefährdet ist, wird Russland mit allen Mitteln zurückschlagen. Das ist kein Bluff. Und nachdem er vorher von Nuclear Blackmail gesprochen hat, ist klar, dass damit auch Atomwaffen und vor allem Atomwaffen gemeint sind, die Russland dann bereit wäre einzusetzen. Also der Ukraine-Krieg könnte jetzt eben sich ausweiten zu einem auch offiziell irgendwie deklarierten Krieg zwischen dem Westen insgesamt und Russland. Russlands Verteidigungsminister hat heute gesagt, ja, wir führen eigentlich Krieg gegen den gesamten Westen, weil eben die Ukraine durch den gesamten Westen mehr oder weniger klar unterstützt wird. Russland versucht jetzt, so wie es die Ukraine auch macht übrigens, auch Ausländer zu rekrutieren. Also die haben wirklich Bedarf an Soldaten. Die haben offenkundig für diese sehr lange Front zu wenig Soldaten, sonst würde man solche Schritte nicht gehen. Interessant übrigens auch, dass hier jetzt neue Wege gefunden werden, wie russisches Gold dennoch auf den Markt kommt. Das wird dann nach UK geliefert, kommt aus England, wird dann in die Schweiz gebracht, dort eingeschmolzen, und zack ist das Ganze sanktionsfrei. Das ist so einer der so vielen Möglichkeiten, wie Sanktionen umgangen werden. Das gilt im Ölgeschäft, wenn Sie etwa mal angucken, Estland, das ja immer strengere Sanktionen gegen Russland fordert. Die kaufen derzeit jedes Öl, was sie kriegen können, und die haben jetzt schon das Vierfache ungefähr dessen eingekauft, was sie fürs ganze Jahr benötigen. Das heißt mit anderen Worten, die kaufen russisches Öl und verkaufen es dann wahrscheinlich an Deutschland, die dann einen deftigen Aufpreis zahlen, und die Deutschen können dann sagen, naja, das ist ja kein russisches Öl, wir haben es ja von den Esten gekauft, gell? Mir sind die Guten. Jetzt schauen wir uns mal die Märkte an. Gestern eigentlich rot durch die Bank, Dow Jones, S&P jeweils so gut 1% im Minus. Nasdaq hat sich etwas besser gehalten, weil Apple sich besser gehalten hat. Die ist gestern 1,5%
ja, stehen, aber wir sehen, wir haben nochmal diesen Rückschlag erlebt und wir sehen all das natürlich aus Sorge vor den weiteren Zinsanhebungen der Fed, die Sorge vor der Verknappung der liquiden Mittel durch eine rigidere Geldpolitik. Hier sehen wir mal die Fed Fund Futures preisen. Die Wahrscheinlichkeit, dass heute die Fed die Zinsen um 75 Basispunkte anheben wird. Nein, ich will hier nicht lernen, schneller, sicherer, einfacher. Jedenfalls ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit überragend ist, dass die Fed 75 Basispunkte heute den Zins anhebt und nicht hunderte Punkte. Aber insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt im November, dann Anfang November bei der nächsten Sitzung, die Zinsen nochmal um 75 Basispunkte angehoben werden, bei 77%. Also dann kommt gleich der nächste Hammer und dann sind wir ganz schnell bei 4%. Diese Inflationszahlen, die wir kürzlich gesehen haben, die waren schon ein Game Changer. Die haben die Märkte auf dem völlig falschen Fuß überrascht. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie die Fed Fund Futures die weitere Entwicklung sehen, dann erkennen wir, ja, die Zinsen könnten so Anfang 2023 dann ungefähr bei 4,5% liegen. 4,5%. Und das bei einer so krass verschuldeten US-Wirtschaft, deren Gesamtverschuldung jetzt bei 92 Billionen Dollar liegt. Wie das gehen soll, das erschließt sich mir nicht. Das wird massive Kollateralschäden nach sich ziehen, wird eine Rezession nach sich ziehen, aber die Fed sagt, sie will es tun. Hier sehen wir übrigens mal die Dotplots, die heute wieder sehr, sehr wichtig werden. Das sind also die Erwartungen der Fed-Mitglieder selbst, wie der Leitzins sich entwickelt wird. Und wenn diese über 4,5% liegen würden, wenn da also ein paar Punkte über der 4,5 liegen würden, dann wäre das nicht gut für die Aktienmärkte. Auf der anderen Seite sehen wir eigentlich positive Divergenzen, gerade für Tech-Werte. Derzeit hier etwa der S&P 500 oder der S&P Tech-Sektor im S&P 500 Bullish Percentage Index, eine Grafik von Michael Silver, Figuring Out the Money, die zeigt, wir haben unten eine positive Divergenz jetzt ausgebildet. Normalerweise sind das zumindest kurzfristig Wendepunkte. Ich gehe nicht davon aus, dass wir einen Bullenmarkt sehen werden, sondern einen Bounce nach oben sehen können wegen Überverkauftheit. Hier sehen wir auch von Ron Walker Bullish and Bearish Signals. Da geht noch ein bisschen was nach unten in Sachen bärischen Signalen. Da könnte auch der S&P 500 noch einen Ticken nach unten gehen. 3700 und einige zerquetschte. Dann allerdings wahrscheinlich die Drehung machen. So der Stand momentan. Jetzt gucken wir mal zu den Anleihenmärkten und hier ist ja wirklich Krasses im Gange. Hier sehen wir die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe im Monatschart. Dieser massive Spike nach oben aus den Bollinger Bändern raus. Wir sind im RSI schon bei Fantasiewerten. Also, dass das hier noch so ewig weitergeht, glaube ich persönlich nicht. Wir sehen also, dass im Tech-Sektor die Dinge langsam sich zu einem Gegenschlag rüsten. Also man kann sagen, da bilden sich positive Divergenzen für den Tech-Sektor. Hier bilden sich negative Divergenzen, wie wir das hier nochmal sehen, oben im RSI. Boah, schauen Sie sich mal an, wie weit hier die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe aus dem Bollinger Band rausgelaufen ist. Das sind Dinge, die nicht dauerhaft sind normalerweise. Also ist die Wahrscheinlichkeit gut, es handelt sich um eine Wahrscheinlichkeit, nicht um eine Gewissheit. Die Wahrscheinlichkeit ist gut, dass wir demnächst fallende Renditen sehen, möglicherweise auch als Flucht in den vermeintlich sicheren Hafen wegen der Eskalation im Ukraine-Krieg, die sich jetzt abzeichnet. Also wahrscheinlich perspektivisch, hier sehen wir es auch bei der 10-Jährigen, auch massiv RSI 78, dass da mal was bei den Renditen nach unten kommt, muss nicht zwangsläufig heißen, dass die Aktienmärkte dann steigen. Wenn zum Beispiel eben dieses Flucht in die Sicherheit Momentum da ist, dann geht man auch raus aus Aktien, aber geht rein in Anleihen, geht rein in den vermeintlich sicheren Hafen. However, wir sehen, dass die Rendite der zweijährigen Staatsanleihe schon weit, weit, weit über der Dividendenrendite des S&P 500 ist. Und wir sehen eine gewisse Vorsicht am Markt, Put-Call-Ratio, jetzt sehen wir ungefähr gleich auf. Das ist relativ ungewöhnlich. Normalerweise gibt es viel mehr Calls als Puts, also praktisch eine hohe Absicherungsquote oder manche, die eben auch auf fallende Kurse weiter wetten. Und hier warnen jetzt Leute, die aus dem Optionsbereich kommen, dass wir hier Chaos sehen könnten. Delta Hedging,
Explosive Overshoot, also da könnte es krasse Bewegungen geben, auch durch Aktionen der Market Maker, die versuchen müssen, sich abzusichern, um ihre Risiken im Griff zu behalten. Also da kann einiges kommen. Interessant auch das, wenn wir jetzt mal weg von den USA-Aktienmärkten kommen, was übergeordnet auch wieder Geopolitik betrifft. Der Dollar-Yuan steigt immer weiter, 7,05 jetzt offshore. Und wir sehen, das Ganze, das begann im Grunde ja fast mit dem Ukraine-Krieg. Februar, März geht's los, zack, da wird der Dollar immer schwergewichtiger gegenüber dem Yuan. The dollar is once again the world's problem, so staatliche chinesische Medien, die eine De-Dollarisierung fordern. Also man beschwert sich über die Dominanz des Dollars, handelt ja mit vielen anderen Ländern, handelt China ja schon nicht mehr auf Dollarbasis, sondern in Yuan-Basis etc. Hier noch ein paar Nachrichten. Generell Bank of Japan zum Beispiel, außerplanmäßige Anleihekäufe in 5- bis 25-jährigen Staatsanleihen. Also das sind die letzten Mohikaner, die sich gegen diesen Zinsanhebungszyklus wenden, sondern vielmehr sogar noch Quantitative Easing betreiben. Holland etwa kündigt jetzt auf eine Übergewinnsteuer auf Gaserzeuger und eine Obergrenze für Energiepreise und Anhebung des Mindestlohnes an. Und das ist auch interessant, dass da erhebliche Verluste entstehen werden durch steigende Zinsen. Das wird den Kapitalpuffer vieler Banken ein bisschen problematischer aussehen lassen. Ja, hier nur so ein paar dieser Highlights, die ich Ihnen mal zeigen wollte. Und dann eine interessante Rede von Lagarde gestern Abend. Wir werden es nicht zulassen, so Lagarde, dass aus Inflationsphase ein dauerhaftes Problem wird. Selten so gelacht, Frau Lagarde. Ihr habt das dauerhafte Problem ja geschaffen durch eure Ignoranz und durch euer massives Gelddrucken. Und dann hat sie gestern wörtlich gesagt, Inflation ist bedingt durch eine Serie von unvorhersehbaren Schocks. Also sie tut so, als hätte die EZB mit dieser Inflation überhaupt nichts zu tun. Ja, was können wir dafür, wenn wir die Geldmenge da für x Wochen gehen, dass da plötzlich eine Inflation kommt? Das können wir doch gar nicht wissen wegen die externen Schocks. Nein, natürlich gab es diese externen Schocks, aber ohne diese massive Geldmengenausweitung wäre auch die Inflation nicht so hoch. Das ist eben der entscheidende Punkt. Wenn ich das nicht kapiere, kapiere ich eben auch keine Geldpolitik. Und deswegen sind dann auch die Projektionen, die Prognosen der EZB so dermaßen falsch. Und gucken wir uns mal an. Es ist sozusagen auch ein Lehrstück über mangelnde Produktivität. Die EZB hat ihren Personalaufwand fast verzehnfacht jetzt innerhalb von 20 Jahren und die Prognosen sind immer noch so grottenschlecht. Da können Sie auch wahrscheinlich das Personal verhundertfachen und den Aufwand, den Sie dafür bezahlen, wenn Sie die richtigen Leute nicht haben, sondern leider die falschen, die einer Lagarde und Co. nach dem Mund reden. In Deutschland wird Uniper jetzt verstaatlicht, dennoch will Habeck die Gasumlage machen. Verstehe ich persönlich nicht, aber gut, wer versteht den Robert, Hauptsache wir duschen jetzt ein bisschen weniger, gell? Aber wir kommen jetzt nochmal zurück zu die Märkte, meine Damen und Herren. Was sind die wichtigen Marken bei den US-Indizes? Absturzerholung, worauf sollten Sie achten im Umfeld der FED-Entscheidung? Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, Aktienmarktanleiherenditen, die zweijährige Staatsanleihe, wie das alles miteinander zusammenhängt, zweite Empfehlung und dritte Empfehlung nochmal, Schweiz, Importe von Gold aus Russland so hoch wie seit April 2020 nicht mehr. Also drei Artikelempfehlungen vor der FED, nochmal ein Marktgeflüster. Ich sage jetzt Servus und Ciao.